Du hast einen neuen Computer oder hast vor, deinen aktuellen Computer zu resetten, aber willst dein Thunderbird-Profil mitnehmen, also alle E-Mails und Einstellungen, die darauf gespeichert sind, das ist kein Problem. Wenn man auf einen neuen PC umzieht, dann will man natürlich alle seine Daten mitnehmen. Und zum Beispiel auch meine Daten im Mozilla Thunderbird, in denen ich dann alle meine E-Mails in Ordnern organisiert habe und eben alles so habe, wie ich es will, kann man natürlich auf den PC problemlos mitnehmen. Dazu öffnen wir unseren Windows Explorer und gehen auf unsere Festplatte. Dann auf Benutzer, dann müsst ihr hier natürlich euren aktuellen Benutzer auswählen, den ihr eben haben wollt, und dann brauchen wir hier den Ordner App Data. Wenn ihr diesen Ordner noch nicht seht, liegt das ganz einfach daran, dass ihr die versteckten Ordner nicht angezeigt bekommt. Hierfür klicken wir Ansicht, hier Optionen und Ordner und Suchoptionen ändern. Dann klicken wir hier in Reiter Ansicht und nun müssen wir herunterscrollen, bis wir hier sehen, versteckte Dateien und Ordner. Dann könnt ihr sie hier nicht anzeigen oder eben anzeigen. Dann müsst ihr Anzeigen auswählen, Übernehmen klicken und dann wird euch dieser Ordner angezeigt. Öffnen wir diesen, dann den Ordner Roaming und dann gibt es hier den Ordner Thunderbird. Dann müssen wir noch in Profiles und der Ordner ist der wichtige. Wenn ihr Thunderbird noch nicht auf dem neuen Computer installiert habt oder euren Computer resetten müsst, dann kopiert ihr einfach diesen ganzen Ordner auf einen USB-Stick oder eure Backup-Platte und kopiert ihn dann auf dem neuen PC wieder in diesen Ordner herein. Wenn ihr Thunderbird schon auf einem neuen PC installiert habt, dann kopiert ihr einfach die ganzen Inhalte, das hier alles, in den neuen Profiles-Ordner auf eurem neuen Computer. Dann übernimmt er das auch. Andernfalls erstellt ihr einfach den ganzen Ordner, installiert Thunderbird dann und dann habt ihr euer altes Profil wieder. So, das war's dann auch schon. Ich würde mich über eure Likes und Kommentare freuen und schaut doch auch auf meinem Kanal vorbei und abonniert mich, um keine Videos mehr zu verpassen. Hier auf der Endcard habe ich euch 3 Videos verlinkt, die euch bestimmt auch interessieren. Bis zum nächsten Mal!